Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin gerade auf dem Weg in den Garten. Ich möchte ein bisschen Kraft, Energie tanken, denn so viel Erholungszeit hatte ich die letzte Zeit nicht und die Natur, die gibt mir da immer sehr, sehr viel Kraft. Und ja, freie Schnauze, ich habe mir nichts Bestimmtes vorgenommen, aber ich möchte euch auf jeden Fall ein bisschen den Garten zeigen, denn es ist schon eine Weile her und es wächst ja immer noch was. Man denke an den Knoblauch oder gewisse Salate und diese Fortschritte möchte ich euch zeigen. Es gibt auch eine Überraschung, eine kleine, also Pflanzen, die gerade durch den Winter kommen, obwohl sie eigentlich weg vom Fenster wären. Da bin ich richtig positiv von angetan. Meine Kolonie, also meine Schrebergartenkolonie, die sehe ich auch jetzt schon von hier. Ist ein kleiner Fußmarsch noch, vielleicht noch so 400 Meter, ich weiß es nicht. Und dann geht es gleich im Garten weiter. So, jetzt bin ich im Garten und jetzt werde ich euch direkt zeigen, was bei mir im Garten so passiert. Also sprich, was wächst, denn von den Dingen, die so passiert sind, habt ihr die letzte Zeit auf jeden Fall gesehen. Es gab ja meinen Geburtstag, die Vorbereitung mit der Feuerstelle. Und ja, darüber hinaus habe ich jetzt hier nicht wirklich gewerkelt. Dennoch, ja, die Natur macht weiter. Die kann man auch lassen. Und da wächst auf jeden Fall einiges Schönes. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Also kommt mit. So, könnt ihr euch erinnern, hier hatte ich die Sellerie-Sorten drin, dann hatte ich hier noch Lauch drin, Porree, eine Tomatenpflanze war hier auf der Ecke. Jetzt alles nicht so wichtig, ihr könnt sehen, hier gibt es noch Leben. Eigentlich habe ich schon ein bisschen durchgepflügt, aber das Ganze gibt nicht auf und wächst weiter, das finde ich sehr interessant. Wird wahrscheinlich einen anderen Platz kriegen. Dennoch, das Ding ist natürlich nicht vorbereitet, da kommt auf jeden Fall noch jede Menge rein. Hier seht ihr auch Aktivkohle schon drin und ja. Das wird sich dann später noch im Aufbau befinden. So, gehen wir mal ein Hochbeet weiter. Ja, hier drunter schlummert ein bisschen was, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Und damit ihr das sehen könnt, muss ich natürlich erstmal die Scheiben wegräumen. Das mache ich mal eben schnell. Wow, das hat der mal richtig einen Schuss gekriegt. Hier der Hirschhornwegerich, Red Giant, Potluck. Wow, das wächst alles. Hier Potluck-Reihe, hier habe ich den Feldsalat drin. Hier habe ich dann nochmal den Green Giant. Der grüne und der rote sind Asiasalate. Da habe ich hier überall noch Rillen gemacht. Da möchte ich dann nach dem Prinzip Leben bringt Leben dann die Nährstoffe immer wieder in die Beete bringen. Also über den Küchenkreislauf, das was ich schon mal angespielt habe oder erzählt habe. Da kommt ja noch einiges zum Thema Humushüter. Ja, aber so wie sich das entwickelt, ich bin echt baff, da ist schon ein Schub gekommen, denn die waren echt winzig, die Pflänzchen. Beim Feldsalat habe ich auch das erste Mal Hoffnung. Feldsalat ist mir bisher noch nicht geglückt, 2 Jahre nicht geglückt. Zeitpunkt, Ort, irgendwie, da hatte ich noch nicht das richtige Gefühl für. Aber, ne, wir sind ja bei Erfahrungswerten, die direkte Praxis ist mir ja sehr wichtig. Wenn was nicht läuft, dann weiß ich wenigstens, wo es nicht läuft. Die Erkenntnisse kommen dann halt später und der Erfolg wird dann auch irgendwann kommen, wenn man das so bezeichnen kann. Also für mich ist es gänzlich auch ein Erfolg, immer wieder was über diese Pflanzen lernen zu dürfen. Also, so viel zu dem Beet. Weiter geht's. Was ich hier sehen kann, schön. Das zeige ich euch mal besser im Nahen, denn von da könnt ihr es noch gar nicht sehen. Da bei dem Roten könnt ihr wunderbar erkennen, dass da schon der Rhabarber sich vorbereitet. Ne? Da kommt was Rotes. Oh, da kommt was Rotes. Also ist alles noch versteckt. Ich will das jetzt gar nicht aufpulen, weil das bietet der Pflanze jetzt noch Schutz. In der ganzen Zeit, wo sie dann Schutz noch benötigt, wenn es mal kälter wird und so weiter und so fort. Das will ich gar nicht weiter beeinflussen. Ich denke, das ist alles auf einem guten Weg. Schön, dass der so durchkommt, wie mir das prophezeit wurde. Und den darf ich mich dieses Jahr irgendwann mal über schönen Rhabarber freuen. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann gegenüber habe ich ja noch ein paar Pflanztöpfe stehen gehabt aus dem letzten Jahr, wo Sachen gekommen sind und nicht. Und irgendwann kam dann halt auch der Oregano durch. Wie ihr sehen könnt, richtig schön verteilt. Das werde ich auch noch irgendwann teilen und in die Beete einarbeiten. Ob das jetzt über den Winter passiert, beziehungsweise früher, wird sich dann zeigen. Aber sobald ich nach dem Gefühl da bei bin, wird sich da schon Platz von alleine finden. Dann habe ich hier einen Pott, wo ich total, Das fasziniert, das habe ich nirgendwo im Garten bei mir bisher gefunden, diese Art von Gewächs, Unkraut, Fragezeichen. Wie gesagt, es ist so viel Saatgut bei mir auch nicht aufgegangen, weil ich nicht wusste, wie ich das behandeln sollte. Und gewisse Keimtemperaturen und Voraussetzungen für die Keimung müssen ja erfüllt sein. Was ist das hier? Weiß das einer?
Gerade die Zuschauer, die schon länger dabei sind, ich habe ja auch ein paar Exoten dabei gehabt und ja, da könntet ihr mir helfen. Und bei diesem hier, bei diesem ganzen Gekräusel, ist das ein Unkraut? Was ist das? Das wäre echt toll. Wenn ich bei der Banane, wie ihr sehen könnt, hier ist ja alles schützend eingepackt. Das habe ich ja auch mal in einem Video gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und ich gucke jetzt heute mal ganz frech das erste Mal nach, ob es die Pflanze da unten drin schon gibt. Denn Minustemperaturen hatten wir auf jeden Fall. Aber nach dem Prinzip her müsste das drin warm genug sein, nachdem, wie ich mir das vorgestellt habe. Also kontrollieren wir das mal. Ah, ihr könnt sie sehen und ihr könnt auch sehen, in der Mitte lebt sie. Da ist auf jeden Fall was spannend. Abgestorben sieht das noch nicht aus. Sieht eher wieder schon ein bisschen austreibend aus, aber das wird sich dann in Zukunft zeigen. Sie ist noch da. Das sieht nach Leben aus. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt jetzt gerade im Video. Aber das wird sich dann im Jahr zeigen, ob das alles so gut ging, wie ich mir das vorgestellt habe. An dieser Stelle ganz provokativ habe ich Mangold stehen lassen. Hier gibt es noch viele gute Blätter, die kommen durch den Winter. Nährstoffmäßig könnte ich da bestimmt noch wieder was tun. Habe mich ja in der Hinsicht nicht drum gekümmert, aber die stehen noch so weit im Saft. Wie ihr hier sehen könnt, da kommen ja kleine neue. Ne? Also der gibt nicht auf, den lasse ich stehen. Zum Schutze auch alles, was jetzt ein bisschen dran ist. Hier ist ein bisschen matschig, da werde ich mal beigehen. Ja, aber ja, im Großen und Ganzen, auch an anderer Stelle, wo Mangold zu sehen war, die leben alle noch. Das ist toll. Lass ich mal weiterlaufen. Wäre auch geil, wenn ich eine zweite Saison kriege. Oder, dass die Dinger in die Blüte gehen. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Ich glaube, die blühen im zweiten Jahr. Und das wäre dann das zweite Jahr, in dem wir uns schon befinden. Ja, total spannend. Ja, ganz toll. Hier könnt ihr sehen, hat auf jeden Fall Petersilie überlebt. Die wird auch bleiben. Die müsste ich von Nadine haben. Ja, hier vorne ist noch Salat. Ja, und da vorne ist noch mehr und da gehen wir jetzt hin. Ihr könnt jetzt hier schon mal aus der Ferne sehen, da gibt es ein paar grüne Pflänzchen, die sind größer geworden, da gab es ja am Anfang weniger. Und die möchte ich euch jetzt einmal im Detail zeigen. Einmal ein Salat, Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, werde ich euch aber einblenden. Und dann haben wir den Hirschhornwegerich, ich glaube, den erkennt ihr mittlerweile eindeutig. Hirschhornwegerich, der Green Giant wieder, der Red Giant wieder. Also im Großen und Ganzen bin ich hier sehr zufrieden. Klar, es könnte mehr Mulch liegen, aber nicht alles auf einmal. Oh, ich sehe gerade was. Hui, wie geil. Da muss ich euch drauf stoßen. Hier wächst Feldsalat, das hat geklappt. Und hier am Rand, ich habe das ganz vergessen, hier hatte ich mal Saatgut reingeschmissen. Und hier wächst überall Feldsalat. Wie geil ist das denn? Der kommt. Im Kiwi-Beet hat er auch richtig Nährstoffe nachher. Wow, cool. Also doch erfolgreich. Schön. Zum Blumenkohl gibt es ansonsten nicht viel zu erzählen. Ich merke, da wo ich das Ding oben dran gelassen habe, sind viel schönere Blätter da. Klar, die nehmen auch Kraft weg für für den Rosenkohl selber. Aber irgendwo muss die Energie ja nachher herkommen. Und das funktioniert halt nur über Boden und, ne? Muss ich euch nicht erklären, wie es funktioniert. Und hier ist mir viel zu wenig dran. Und das wirkt auf mich auch viel zu unnatürlich von der Vorgehensweise, ne? Ich höre auf euren Rat da draußen, aber ich probiere auch aus. Ich werde das weitermachen. Die sind nicht größer geworden jetzt die letzte Zeit. Die da hingegen schon. Also gleiches Material. Ich habe das Gefühl, Kopf abschneiden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Ihr dürft mir auch gerne widersprechen. Macht das gerne. Haut mir das um die Ohren. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich ziehe das weiter durch. Die kriegen auch bald mal wieder ein bisschen Dünger. Und ja, aber unterm Strich gefällt mir diese Pflanze mehr und da ist auch mehr dran gewesen bisher. Also, wow, und da kommen richtig viele neue. Also, Leute, das Abschneiden, damit begrenzt ja auch die Anzahl wie sagt man, Röschen, die man haben kann. Und hier habe ich nachher, hier kommt der nächste Schub. Also, das andere gefällt mir besser, da muss ich nicht bei, da habe ich keinen Stress und ja, das ist dann meine Variante.
muss jeder machen, wie er möchte. Ne? Also ich bin hier kein Prediger. Für mich in der Praxis gefällt mir das auf der Seite besser. Oh, die steht richtig gut da. Richtig schön im Saft. Davon habe ich geredet. Guck mal, wie schön das kommt. Also ich würde sagen, das werde ich weiterverfolgen. Gefällt mir viel besser. So, und an diesem Beet habe ich richtig Spaß. Gut, hier ist wieder der Salat drin. Ich wollte auf jeden Fall viel und auf jeden Fall so, dass immer geerntet werden kann. Aber worum es hier in dem Beet geht, ist der Knoblauch. Hier habe ich einige Experimente gestartet. Hier überall Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Kommt super viel, wenn ich das hier durchzähle. Keine Ahnung, es sind so viele. Alleine hier schon 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist nichts. 6, oh, der kommt mehrfach. Spannend. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also 14 bis 15 in einer Reihe. Hier das Gleiche. Und hier ist ein ganzes Feld voll mit Sachen, wo ich das ausprobieren wollte. Es gibt ja auch Winter-Sommersorten und nicht alle Sorten wachsen zu allen Jahreszeiten. Und deswegen, ich habe wohl eine Sorte gehabt letztes Mal, die über den Sommer nicht wuchs. Da habe ich nicht wirklich was rausgekriegt. Das Jahr davor lief es schon besser. Und ich habe jetzt die Wintersorte jetzt auch durch den Winter kommen lassen oder die ich dann benutzt hatte aus dem Winter. Und hoffe jetzt einfach mal, dass das noch weitergeht und dass ich nachher eine schöne Ernte habe. Hier auch in Reihen angelegt. Hier möchte ich genauso wie da hinten mit dem Prinzip nach Herwig-Pommeresche meine Beete befüttern mit Nährstoffen, mit Küchenabfällen. Das wird direkt über den Kreislauf hier reinwandern. Und ja, ich laber die ganze Zeit. Ihr braucht noch ein paar Nahaufnahmen, weil das ist so schön anzusehen, wie viele kleine Pflänzchen hier rauskommen. Ich hoffe, ich kann es einfangen. Also richtig schöne Pflänzchen. Hier vorne, da waren ja so, ich hatte runde, die hatten keine einzelnen Zehen, sondern es war eine Knolle. Deswegen, von solchen hatte ich welche, die haben sich gar nicht weiter ausgebildet. Die sind aber jetzt reingekommen und die schießen richtig. Die machen richtig Spaß. Wird sehr interessant. Gehen wir mal weiter nach rechts. So, ich denke, das ist ganz gut zu erkennen. Ne? Also hier überall kommt Knoblauch, überall Pflänzchen, alles da. Die sind auch immer ein bisschen robuster, wenn ihr da in die Beete guckt und Unkraut habt oder so. Gräser sind deutlich weicher. Hier ist es fest. Das könnt ihr nicht mehr sehen. Doch ein bisschen. Ja, aber überall. Also es ist wirklich alles voll mit diesen schönen Knoblauchzehen, die jetzt so schön Knoblauchpflänzchen ranwachsen und mir hoffentlich eine schöne Ernte bescheren. Hier könnt ihr wunderbar sehen, habe ich verschiedene Sachen ausgesät. Ich stehe jetzt mitten in den Radieschen. Die habe ich ehrlich gesagt vernachlässigt, aber ein paar konnte ich naschen. Und ich glaube, ein paar schießen zur Blüte, dass ich Saatgut nehmen kann. Also alles wunderbar. Hier hatte ich ja noch Möhrchenversuche. Keine Ahnung, habe ich auch in Ruhe gelassen. Und hier vorne war eigentlich alles voll mit Feldsalat. Und hier passiert nicht so viel. Ich sehe ein paar kleine Pflänzchen. Ein paar habe ich auch vorne ins Beet reingetan. Ja, und im mittleren Teil wieder diese Salate, die ich im Garten schon verteilt habe. Und ganz vorne habe ich ja noch die Schachbrettblume. Einfach frei Schnauze komplett die ganze Tüte in diesem Teil da versenkt und hoffe dann jetzt irgendwann im Frühjahr davon gut zu haben. Mal gucken, mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also hier ist überall noch ein bisschen Feldsalat zwischen, das werde ich bestimmt hier rausholen und in ein anderes Beet setzen, wo ich mehr Nährstoffe habe. Hier ist ja eher ein magereres Feld, hier habe ich weder Aktivkohle noch Urgesteinsmehl noch irgendwie was Tolles reingearbeitet. Dementsprechend sehen die Ergebnisse aus, aber ich habe tolle andere Beete, wo ich das dann alles reinpflanzen kann. Und ja, warum nicht? Dann ist das hier so eine Art Anzuchtbeet für mich. Und andere Beete sind dann eher dafür da, was anzubauen. Ja, also mir gefällt's. Ich finde es auch richtig toll hier mit den ganzen Sonnenblumen. Denn oben, die sind jetzt mittlerweile so ausgefressen, dass sie bald als Zunder dienen, wenn man ein Feuerchen macht oder Grillgut anzündet. Ich zeige euch mal eins. Hier könnt ihr das einmal sehen. Guck mal, schon richtig furztrocken. Und wenn ihr die ein bisschen lagert nachher, jetzt ein bisschen Feuchtigkeit drin, ist nicht so trocken gewesen die letzten Tage. Hohe Luftfeuchtigkeit, aber die Dinger werden richtig toll zum Anzünden. Ich habe das schon ausprobiert, mehrfach. Und ich werde die Dinger nachher alle sammeln und dann habe ich immer was da, um Feuerchen zu machen. Jetzt stehe ich hier auf meinem Kartoffelacker. Ja, hier vorne geht es weiter, ist jetzt nicht alles auf der Kamera drauf. Könnt ihr mal in meinen anderen Videos stöbern gehen. Hier habe ich so groß weiter nichts gemacht, außer neue Erde hin. Hier kommt auch noch mehr Erde hin. Und das wird auch mein Kartoffelacker bleiben. Hier kommen allerdings noch Nährstoffe rein. Hier habe ich ein bisschen was vor. Auch Bokashi wird weiter hier reinfinden. Ja, und auf der anderen Seite, mir gegenüber, hier habe ich ja jede Menge Holz noch liegen. Und das hat Tieren jetzt über den Winter und wird auch weiterhin
für Tiere ein Unterschlupf sein. Da sind sie sicher, das werde ich nicht wegräumen. Das werde ich auf jeden Fall lassen, bis es später dann warm ist. Es gibt auch ein paar andere Stellen, das lasse ich auf jeden Fall auch in Ruhe. Aber das ist ja jetzt speziell nichts, was wächst. Vielleicht entdecke ich noch irgendwas, was schön wächst und zeige euch das. Ha, wie wäre es mit der Artischocke? Ist das nicht schön? Die Artischocke, ich freue mich megamäßig. Die sieht toll aus. Lass die über den Winter stehen. Ist ja auch immer Schutz für den Boden irgendwo, ne? Das geht sich schon immer aus. Was sehe ich denn da vorne liegen? Ein Radieschen? Ist das wahr? Egal, soll uns nicht interessieren. Ich lasse mich ja gerne ablenken. Ja, und hier kommen immer wieder weiter neue Blätter. Hier hinter auch, wenn ihr das mal seht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Jetzt könnt ihr es auf jeden Fall gut sehen. Hier gibt es so ein paar Sachen, die kann man abmachen. So, zack, das kann auch hier hin. Ist alles super für den Boden. Wieder Nährstoffe, Leben bringt Leben, ihr kennt mich. Zack. Man kann das eleganter machen. Ich bin gerade zu faul, mein Messer zu zücken. Und das geht schon alles seinen Weg. Hauptsache, diese üblen Blätter sind weg. Die Zwiebel lebt übrigens immer noch. Super geil. Sollte ja irgendwie eine Etagenzwiebel sein, aber ich habe das irgendwie alles noch nicht so geschnallt, was das zu bedeuten hat. Ich hatte was gegoogelt und das wurde es nachher leider nicht. Ja, also erinnert ihr noch? Zuschauerbeet. Hier vorne habe ich auch noch Thymian, Minze. Und etwas, was ich vergessen habe, war hier mal Rosmarin? Ja, hier war Rosmarin. Ach, wie toll. Ganz vergessen, ja. Da vorne ist dann auch nochmal Thymian drin, aber alles jetzt nicht so wichtig. Oh, ich liebe dieses Spiel von diesen Physalis-Hüllen. Guckt euch dieses Netz an, das ist so, so schön und jetzt liegen da so viele Tropfen drauf. Ah. Macht die Augen auf im Garten, es gibt so viele schöne kleine Wunder. Beim Grassodenhochbeet gibt es auch noch ein paar Pflänzchen, die kommen. Irgendwie Knoblauch oder Zwiebel, hier war auf jeden Fall Knoblauch und Zwiebel zwischen. Irgendwas davon ist dann wieder gekommen. Und wie ihr sehen könnt, überall Mangold, der lebt noch, da kommt noch was. Ist genug dran, was ich jetzt nicht essen würde, gar keine Frage. Ah, ich habe den ja auch komplett unangetastet. Oh, hier wächst ein Salat. Spannend. Oh, weißer Mangold. Ach, wie schön, das muss ich euch zeigen. Da, noch eine ganz schöne kunterbunte Ecke. Hier, der helle Mangold, das sieht nach irgendeinem Salat aus. Ja, spannend. Und hier vorne, das sieht echt toll aus, ne? Und dann über ein bisschen Zwiebel- und Knoblauchpflänzchen. Die lasse ich alle drin, die lasse ich alle leben. Da werde ich drumherum auf jeden Fall den Garten betüdeln. Aber die Pflanzen lasse ich stehen. Hier haben wir noch den Blutwegerich. Ne, den habe ich, glaube ich, von meiner... Nee, der hat sich hier wild ausgesät. Genau, auf einmal war der da. Ich habe kein Saatgut verteilt oder so. Deswegen, ich freue mich darüber. Steckt alles in euren Böden, ne? Wenn die besten Voraussetzungen haben, dann kommt da auch was von alleine raus. Das ist total spannend, was hier alles so in meinem Garten von alleine gewachsen ist. Und dabei stand der Garten echt jahrelang unbenutzt. Und ja, wie lange sich Saatgut auch halten kann auf irgendeine Art und Weise. Und dann kommt das irgendwo mal wieder zum Vorschein. Och, Katzelschwarf von der Weide. Das ist ja echt, wow, die kommen richtig durch schon. Ich habe die gerade entdeckt hier überall, auch hier hinter mir. Oh, da hängt schon jede Menge. Also die Weide, super Platz hier, da freue ich mich richtig, dass ich das hier habe. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich unter Weidekätzchen, ne? Ich mag das, voll schön. Begleitet mich schon mein Leben. Und eine ganz besondere Pflanze. Oh, wow, das sieht toll aus. Richtig schön. Ihr müsst euch die Dinger mal im Detail angucken, ne? Also ich habe keine Kamera, mit der ich euch das jetzt zeigen kann. Ich werde ein bisschen näher rangehen, mal gucken, was ich einfangen kann. Aber das, was ich jetzt meine, das sieht man nur mit bloßem Auge. Ne? Oder mit einer richtig guten Kamera kann man das auffangen. Aber in Natur ist doch viel schöner. Wir brauchen keine Kameras. Also ab in die Natur, auch Katzelschwarfs gucken. Oder die Weidekätzchen, wie sie heißen. Und ja, vor euch noch ein paar Nahaufnahmen. Eigentlich war schon ein Schlusswort dran. Vielleicht mache ich das hier. Ja, genau. Ich sage jetzt irgendwie Tschüss. Und wer mich irgendwie noch nicht abonniert hat, der verpasst was. Denn da wartet noch einiges auf euch. Da läuft ja parallel gerade die Geschichte mit dem Stadtgarten in Husum. Und am liebsten möchte ich schon ganz viel erzählen. Da passiert nach wie vor viel. Es gab auch schon eine Deadline den 15. Januar. Und mir brennt es irgendwie, Sachen rauszuschreien. Aber alles zu seiner Zeit. Die Infos kann ich jetzt noch nicht preisgeben. Dennoch möchte ich jetzt nochmal Werbung machen für den lieben Nils, der mich unterstützt in dieser Stadtgartensache.
Sei gegrüßt, vielen Dank auch für deine Worte in deinem letzten Video. Welches Video ich meine, werde ich euch mal oben rechts verlinken. Ganz tolles Video. Ein junger Mann, der euch was zu erzählen hat, der sein Herz am rechten Fleck hat. Und ja, der wird euch auch noch öfter bei mir begegnen, denke ich. Oder das ein oder andere Mal auf jeden Fall. Ja, wir haben ein bisschen was vor zusammen. Mal gucken, wann das soweit sein wird. Aber an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich darf euch nächstes Mal wieder begrüßen und sage Tschüss, euer Lars, ich bin jetzt mal raus. Paar Aufnahmen noch für euch. Das ist der Ohrgatzelschwurf. Sieht das nicht toll aus? Richtig, richtig schön. Und tschüss. Ping.